Reichtum, Macht und Ruhm. Die beiden Otakus, die sich dies alles erkämpft haben, waren Sam und Altana. Als Ruffy sie in die Crew einlud, waren ihre ersten Worte: Yeah! Für viele dieser Punks ist das Leben ein Spiel, doch unter Monkey D. Ruffy verfolge ich ein Ziel. Ich bin ein Teil dieser Crew, die neue Ära beginnt. Dieser Bande wollte ich als kleines Kind, ich wollte dein Freund sein, ja dein zehnter Mann, und gucken, was ich unter dir so alles regeln kann. Denn weißt du noch, es war damals vor 2 Jahren, als die Marine am Saba Odi alles einnahm. Es war nicht einfach, wir brauchten Zeit, Mann, doch dieses Mal zählt der Sieg nicht mal Gleichstand. Wir wurden getrennt, doch sind wiedergekommen. Jetzt werden die Kaiser und Marine zerbombt. Ich hab so lang geblutet, für die Reise gekämpft, für meine Freunde, Familie, ja für die Flying Lamb. Und glaub mir, Ruffy, ich kann es kaum erwarten. Los, schnapp dir die Krone und werd König der Piraten, Captain. Ich bin in diesem Team, wenn ich den Internet stream, starte Boxen auf, dreh und mich im Zimmer einschließ. Ich bin noch immer verliebt in Nami, trage das D im Namen Monkey D. Teasy Cookie, zieh in den Krieg, Piraten. Kann ich warten jede Woche aufs Neue, denn ich bin loyal. Ruffy, ich schwör dir auf die Knochen die Treue. Und ich bereue keine Schlacht, bereue keine Nacht, die ich durchgemacht hab. Denn wir wollen diesen Schatz. Ich hab an deiner Seite gekämpft und geweint, als ich gesehen hab, dass die Flying Lamb brennt. Ich war da, als dein Bruder starb und es für Puma die Ace keine Zukunft gab. Doch die Zukunft naht und eins verspreche ich euch: egal was immer auch passiert, Mann, ich lächle für euch. Digga, der Rechner läuft und diese Reise geht weiter, Mann. Danke, dass ich dich auf dieser Reise begleiten kann, Captain.